Hallo ihr Lieben, auch bei uns ist wieder einiges auf den Tisch gekommen in den letzten Tagen und es hat sich wieder einiges angesammelt, deswegen möchte ich euch in diesem Video ganz kurz vorstellen, was wir so in der letzten Zeit gespielt haben. Natürlich interessiert mich auch, was habt ihr denn gespielt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, vielleicht auch zu den Spielen, die ich euch jetzt gleich vorstelle. Anfangen möchte ich mit den Quacksalber von Quedlinburg. Wir haben das Spiel schon uns gekauft, noch bevor es auch zum Kennerspiel wurde. Es hat uns damals super viel Spaß gemacht, macht es auch heute noch. Mittlerweile ist der Kasten ziemlich schwer, denn wir haben auch die Kräuterhexenerweiterung und die Alchemistenerweiterung hier mit drin. Bei den Kräuterhexen muss ich sagen, ja, kann man haben, muss man nicht. Aber die Alchemistenerweiterung, finde ich persönlich, bringt das Spiel wirklich nochmal auf ein ganz anderes Level. Also wir haben hier wirklich jetzt eine deutliche Steigerung drin. Wir müssen viel mehr abwägen, welche Aktionen machen wir, wie kann das Rezept für diese Alchemistenerweiterung noch genutzt werden. Also das hat dem Ganzen wirklich nochmal die Krone aufgesetzt, wobei wir es jetzt auch nochmal gespielt haben in einer Videokonferenz. Also wir haben es mit Freunden gespielt über Zoom. Und auch das funktioniert wunderbar, wenn beide das Spiel haben. Ich denke, zu dem Spiel muss man ja nicht mehr sagen. Also Quacksalber von Quedlinburg bei uns immer noch gerne gespielt. Dann haben wir als zweites ein Spiel vom Kosmos Verlag, Tropit. Ich habe das damals, als es rauskam, als Promoterin vorgestellt, stand also einen ganzen Tag vor einem Spielwarenladen und habe dieses Spiel und noch ein anderes von Kosmos präsentiert. Und danach konnte ich es erstmal auch nicht mehr sehen. Dann hat es ja irgendwie einen Riesenhype erfahren, beides mal bei Stefan Raab in einer Sendung drin war. Also, um was geht's hier? Wir haben also so einen Plexiglas-Aufsteller. Da werfen wir immer abwechselnd Holzteile rein. Die haben verschiedene Formen und verschiedene Farben. Und weder die gleiche Farbe noch die gleiche Form darf sich berühren. Dann gibt es keine Punkte. Ansonsten ist eben mit aufsteigendem Position auch mehrere Punkte. Es gibt dann noch so kleine Sonderfelder in der Mitte, die dann noch mal extra Punkte geben. Ja, also ich kann sagen, es ist bei uns immer wieder ein schöner Absacker am Abend. Eine kurze Spieldauer. Wir können uns da so richtig schön drin auch mal gegenseitig ja, das Leben schwer machen, weil man natürlich ja, darauf angewiesen ist, dass der andere was wirft, wo man dann nicht unbedingt in eine Zwickmühle kommt. Tropit bei uns absolut gern gespielt. Ja, dann ein Spiel, was bei uns diesen Monat sehr, sehr gut ankam, nämlich Renature. Bei Renature müssen wir auf einem ja, wirklich großen Spielbrett die Umwelt renaturieren. Wir haben also Tiere, Pflanzen, Büsche, Bäume, Kräuter, Gräser und müssen damit sozusagen das Gebiet wieder ja, in Schuss bringen, in wieder Leben einhauchen. Mit einem, ja, erstmal so eine Art Domino-Mechanismus, um das Ganze anzulegen. Aber hier in den Gebieten geht es dann eigentlich tatsächlich um Mehrheiten. Also wer bietet die Mehrheiten in diesen Gebieten, wer sahnt die meisten Siegpunkte ab? Und das ist auch wirklich ein Spiel, da darf man sich von diesem, ja, schönen und netten und auch hier Familienaufdruck gar nicht so blenden lassen. Also das hat zwar wirklich sehr, sehr einfache Grundregeln, aber ja, man kann sich da also richtig schon ziemlich betteln und man hat da schon Potenzial, sich auch richtig gegenseitig zu ärgern. Und die Überlegung, wo setze ich jetzt meinen Busch oder meinen Baum rein, das kann schon mal so ein bisschen, muss man schon so ein bisschen vorplanen und hat uns auf jeden Fall nicht nur aufgrund des super wirklich tollen Materials, sondern auch von dem Spiel an sich wirklich begeistert. Ja, dann bleiben wir noch ein bisschen bei den größeren Schachteln. Ein Spiel, was schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ich glaube 13 Jahre schon, ist Kuba. Noch von Eggart Spiele. Kuba ist ein, ja, ich sage jetzt mal eine Art Worker Placement, wobei wir keine Worker einsetzen, sondern Karten, die wir eben auf der Hand haben. Wir haben also immer fünf Aktionskarten in einer Runde. Davon werden vier eingesetzt und diese Aktionskarten sind eben, ja, auf dem Markt einkaufen gehen, Waren ausliefern am Hafen oder wir können hier mit Hilfe des Architekten Gebäude bauen oder auf unserer eigenen Plantage ernten oder dort eben Dinge, die wir gebaut haben, nutzen, um weitere Effekte freizuschalten. Die Karte, die übrig bleibt, die sorgt dafür, wer hier in der Gesetzesphase das Sagen hat. Also es gibt immer vier Gesetze, die gelten. Das Ganze geht über sechs Runden und
habe ich damals gekauft, einfach wegen des Themas, also wegen Kuba, weil mein Mann ein großer Kuba-Fan ist und ich dachte, naja, selbst wenn das Spiel nichts ist, steht wenigstens eine schöne Schachtel im Regal. Aber ich muss sagen, das Spiel gefällt uns sehr, sehr gut, immer noch. Hat eine angegebene Spieldauer von 75 bis 120 Minuten. Also ich denke mal, zu zweit kann man das in guten 70 Minuten aber ganz gut schaffen. Ich hätte ganz gern die Erweiterung dazu, aber die ist ziemlich teuer, weil nicht mehr regulär auf dem Markt. Wer die also vielleicht abzugeben hat, gerne bei mir melden. Ja, und dann haben wir noch eine größere Kiste und das ist ja, auch südamerikanisch in dem gleichen Gebiet, aber Fiesta Mexicana. Ihr seht hier Spielecafé. Ich schreibe öfter Rezensionen für das Spielecafé. Also auch das war ein Rezensionsexemplar, was ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ja, was ist Fiesta Mexicana? Wir haben also einen großen Tisch, auf dem müssen wir verschiedene Gerichte servieren. Und das geht über einen ganz netten Beat-Mechanismus, denn der Platz, auf dem das Gericht sozusagen abgestellt werden soll, hat einen gewissen Wert. Und diesen Wert können wir bieten, müssen das Gericht dann aber auch genau auf diesen Platz stellen. Und das hat zum einen natürlich den Nachteil, dass mein Gegenüber ganz genau weiß, wohin ich das jetzt platzieren möchte. Und er dann natürlich schauen kann, ah, wie viele Punkte bringt das jetzt meinem Gegner oder treibe ich ihn vielleicht dazu, es doch noch woanders hinzusetzen oder will man es eben selbst haben. Ganz schön ist auch, wenn man nicht zum Zuge kommt, also kein Gericht bekommt, dann darf man seinen Tisch nach rechts oder links drehen. Dadurch ändert sich die Wertigkeit, weil auf jedem Platz sind vier verschiedene Werte aufgedruckt. Und dadurch hat das Ganze nochmal so einen, ja, wirklich einen Kniff, der das Ganze einfach auch weg von so einem reinen, wirklich lustigen Familienspielchen nur macht, sondern wirklich zu einem Beatspiel, wo man durchaus taktieren kann und auch muss. Es gibt Fiesta Mexicana und wer noch Hunger bekommt, ein Gericht für Burritos ist ja auch noch mit drin. So, jetzt werden die Schachtel ein bisschen kleiner. Wir schieben mal hier rüber. Ja, dann habe ich gespielt Anna Otto. Anna Otto habe ich ja, in einer anderen Community-Gruppe bei den Spiele-Dinos kennengelernt. Dort ist das ziemlich irgendwie durch die Decke gegangen. Da gab es ein nettes Community-Mitglied, der dann in der Schweiz war und einige dieser Spiele mitgenommen hat und dann an uns weitergegeben hat. Ja, was ist Anna Otto? Es ist ein Kartenspiel für 2 bis 8 Spieler. Wir haben ganz viele verschiedene bunte Karten zur Verfügung, die der ein oder andere Sonderaktion haben. Das Besondere bei Anna Otto ist aber vor allem auch, dass die Karten doppelseitig bedruckt sind. Und die Rückseite, die also zu meinen Gegnern zeigt oder zu meinen Mitspielern zeigt, auch von diesen genutzt werden darf. Also das heißt, ich kann nun nicht nur meine eigene Karte ablegen, sondern auch die Handkarten der anderen Spieler benutzen, immer eben mit der Seite, die zu mir zeigt. Denn sie sind unterschiedlich bedruckt. Also innen ist was anderes als außen. Dann gibt es eben noch so, ja, ähnlich wie bei Uno oder den anderen Ablegespielen. Es muss halt das Muster stimmen oder die Farbe stimmen und dann gibt es eben noch Aktionskarten wie Richtungswechsel, es wird jemand übersprungen. Und dann gibt es aber eben auch Anna- und Otto-Karten, die immer dann im Wechsel gelegt werden müssen. Und es gibt auch eine Anna-Otto-Karte, die dann wiederum als eine Art, ja, wie so ein Joker zählt, der immer und überall draufgeworfen werden darf. Ja, und wer zuerst es schafft, seine Handkarten loszuwerden, der gewinnt Anna-Otto. Es ist ja wirklich ein farbenfrohes Kartenspiel und wir haben es bisher allerdings jetzt nur in einer Dreierrunde gespielt. Es geht bis 8. Ich bin also mal gespannt, wenn das mal wieder möglich ist, das auch einfach mal in der großen Runde zu spielen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, dann ebenfalls ein kleines Spielchen, auch mit Karten, aber irgendwie doch ganz anders, ist Lock and Roll vom Board Game Circus. Ja, was müssen wir machen bei Lock and Roll? Wir haben also eine Fläche oder eine Strecke, die wir nach und nach bauen mit den Gleisen, auf denen fährt eine Lok entlang. Und wir dürfen immer anlegen an die Lok. Jede Lok ist benummert, beziffert von 1 bis 4. Das, was wir drauflegen, darf nie einen Unterschied von 2 haben. Also an eine 4 darf keine 2 dran gelegt werden, an 1 keine 3, an 3 keine 1 und so weiter. Wir dürfen aber so viele anlegen, wie wir möchten, solange es die gleiche Zahl ist. Und das, was wir anlegen, bestimmt, mit wie vielen Würfeln wir würfeln müssen. Und auf diesen Würfeln sind so, ja, so Räder drauf und pro Rad, was wir würfeln, bewegt sich die Lok nach vorne.
wird die Lok jetzt Lok entgleisen, weil sie also sozusagen über die letzte Karte hinausschießen würde, dann müssen wir vom Ende der Strecke Strafkarten nehmen. Das ist erstmal natürlich schlecht. Strafkarten sind immer schlecht. Die kommen dann auf einen Ablagestapel vor uns. Aber wir haben Möglichkeiten, diesen Ablagestapel wieder abzubauen. Wenn wir nämlich zum Beispiel als Oberstes eine 3 liegen haben und müssen als Strafkarte ebenfalls eine 3 nehmen, dann können wir die beiden aus dem Spiel rausmachen und das sind keine Minuspunkte mehr. Müssen wir mehrere Strafkarten nehmen, können wir sogar gucken, können wir das irgendwie kombinieren und nach so unseren Stapel kleiner machen. Ja, ist für 15 Minuten, 1 bis 4 Spieler. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gespielt und hat uns wirklich richtig Spaß gemacht und uns richtig gut gefallen. Ja, dann zwischendrin einmal ein Spiel, das ich nicht da habe. Das wäre noch Kategorie große Kiste. Und zwar Vinsul. Vinsul habe ich mir bestellt. Es hat mich einfach irgendwie vom Cover angesprochen. War mal irgendwie so was ganz anderes, wie man so schön sagt. Und es stand drauf, ein Abenteuerspiel für Jung und Alt. Das passt auch ganz gut bei mir, weil ich ja immer auf der Suche bin, auch nach Spielen, die man mit verschiedenen Generationen spielen kann. Und es kam dann an und ich habe es ausgepackt, alles aufgebaut. Es war dann auch, die Anleitung war eigentlich ganz gut beschrieben. Es gab dann so einen QR-Code für einen kleinen Erklärfilm. Auch der war eigentlich schön gemacht. Und dann haben wir das Spiel angefangen. Die Spieldauer war angegeben von 60 bis 180 Minuten. Deswegen dachte ich erstmal, es wäre vielleicht so ein bisschen Brecher und hätte sehr umfangreiche Regeln. Dem war aber nicht so. Ich weiß aber jetzt auch, woher die 180 Minuten eventuell resultieren können, denn das Spiel, also es ist deswegen nicht mehr hier, weil ich es schon wieder verkauft habe, ist in meinen Augen leider ein völlig zielloses über den Plan laufen. Also wir müssen uns das so ein bisschen vorstellen wie Sagerland. Es liegen also ganz viele verdeckte Plättchen. Ich glaube 72 sind es insgesamt. Und diese Plättchen haben zum einen Edelsteine, aber auch verschiedene Aktionen, die dadurch freigeschaltet werden. Und wir laufen also dort drüber. Jeder von uns bekommt geheim eine Edelsteinart zugeordnet. Diese Edelsteinart gibt es unterschiedlich häufig in den Spielen und man muss sie auch unterschiedlich häufig entdecken. Und wenn man also dann weiß, wo die Edelsteine sind, die man selbst sucht, dann muss man in einen Palast oder in einen Tempel laufen und deckt die dann auf. Also ich sag mal so ein bisschen Sagerland-Prinzip. Genau, und wir haben 1,5 Stunden etwa gespielt und zu zweit und haben verschiedene Sachen, ja, für uns einfach so ein bisschen festgehalten. Also zum einen, es gab Geld als eine Sache, eben eine Ressource. Dieses Geld war immer relativ schnell leer. Also wir haben eben sehr viel Geld eingenommen, weil man durch unterschiedliche Aktionen eben Gold oder Geld bekommen hat. Man konnte zwar bei einem Händler auch Dinge kaufen, die unserer Ansicht nach aber jetzt gar nicht so super lukrativ oder interessant einfach waren. Und aus dem Grund ist unser Geld also eher ja, mäßig ausgegeben worden. So konnte es also mal sein, dass man eventuell eigentlich 3 Gold bekommen hätte und es war nur noch 1 oder auch gar keins mehr im Vorrat. Also das hat uns schon so ein bisschen gewundert, dass das schon bei 2 Spielern eben so ist. Wir haben auch mehrfach nachgelesen, es gibt auch kein Limit für Geld, was man irgendwie haben kann. Also ja, irgendwie war das schon ein bisschen seltsam. Dann auch die Aktionen, die es eben gab, die waren auch, ja, zum Beispiel eine Sache war, ich konnte jemand was aus einem Rucksack klauen, aber die Dinge, die man klauen konnte, gab es irgendwie in so großer Masse oder konnten eben auch beim Händler eingekauft werden, dass das für mich auch gar nicht attraktiv war. Ja? Also ich musste dann nämlich, um das machen zu können, auch erstmal dorthin laufen, wo mein Gegner war, auf das Feld, mit dem Kämpfen was klauen. Also eigentlich unattraktiv, ja. Wie gesagt, mit 2 Spielern. Vielleicht ist das, wenn man zu 4 spielt, das ist die Maximalanzahl, dann vielleicht ein bisschen attraktiver, weil man sich eher ins Gehege kommt auf dem Feld. Das ist durchaus möglich. Wir haben aber, wie gesagt, 1,5 Stunden gespielt und nach 1,5 Stunden das Ganze auch abgebrochen, weil wir zu diesem Zeitpunkt, also jetzt war es sogar noch zufällig so, wir mussten beide die gleichen Edelsteine suchen. Und 4 Stück. Und mein Mann hatte bis zu diesem Zeitpunkt also einen sicher und einen wusste er, dass er den schon mal aufgedeckt hatte. Da war er sich aber mit dem Plättchen nicht mehr hundertprozentig sicher. Und ich hatte 2 aufgedeckt. Und es waren dann aber auch die gleichen. Also wir hatten 2 der 4 Edelsteine gefunden, die wir also finden mussten. Jetzt kann er natürlich sagen, ist halt klar, ist Zufall oder kann eben mal so doof laufen. Aber genau das ist es halt.
Es gibt zwar dann so einen Block dabei, wo man sich dann, also wo auch drin steht, wenn man das möchte, kann man als Hilfe diesen Block benutzen und dann die Funde sozusagen markieren. Ja, auch das hätte uns dann vielleicht zumindest die Sicherheit gegeben, dass man gewusst hätte, wo sind die Sachen, aber es hätte nichts daran geändert, dass wir eben erst zwei gefunden haben, weil wir halt völlig ziellos über diesen Plan gelaufen sind und auch keine Strategie irgendwie hatten. Also entweder waren wir einfach die falsche Zielgruppe, aber für mich persönlich war das Spiel wirklich einfach schlecht. Tut mir leid. Ich hoffe, es gibt andere, denen das Spiel besser gefällt. Aber für mich persönlich absolut langweilig, uninteressant und ja, einfach kein Spiel und schon gar nicht ein Spiel, was ich 3 Stunden lang spielen möchte. Also das auf gar keinen Fall. Aber gut, lange geredet über Spiele, die mir nicht so gefallen haben, machen wir mit einem weiter, das mir gut gefallen hat, nämlich Soviet Kitchen. Soviet Kitchen ist ein Spiel, bei dem ich ein Handy brauche. Es gibt dafür eine App und wir haben Karten, auf denen sind gewisse ja, Zutaten, will ich es mal nennen, drin. Allerdings eben auch seltsame Sachen, also nicht nur sowas wie Kaviar, rote Beete, sondern eben auch sowas wie Atommüll, ein Akkordeon oder irgendwie Nägel. Und diese Zutaten haben verschiedene Farben und es wird immer ein Wunschgericht sozusagen auf dem Handy angezeigt. Das hat eine bestimmte Farbe. Wir spielen kooperativ und müssen dann immer unsere Karte drüber halten. Die haben auf der Rückseite einen QR-Code, dann wird die Karte abgescannt. Das macht eben jeder Reihe um. Und dann wird geguckt, was würde jetzt mit diesen Farbmischungen, die wir reingegeben haben, für eine Farbe rauskommen. Finde ich es eigentlich ein Spiel, was man super gut zum Beispiel auch mit Kindern spielen könnte, um sie so dieses Thema mit Farben vermischen, Farbenlehre. Dazu ist aber leider das Thema des Spiels, nämlich dass wir an der Front sind und ja, quasi die Russen bekochen müssen, die hungrig sind und es gibt aber nichts und naja, das ist halt ist so ein bisschen schade, weil es, wie gesagt, es macht Laune. Mein Sohn, der ist jetzt 14 oder fast 15, der hat es auch mitgespielt. Mein ganz Großer, der wird jetzt 17, der hat es auch mitgespielt. Also in dem Alter geht das natürlich, aber ich sag mal jetzt, mit Kleineren ist das irgendwie ein bisschen, die dann auch schon lesen können, ist das vielleicht ein bisschen seltsam zu spielen. Aber nichtsdestotrotz, Grundideen, auch das mit dem Handy, hat wirklich hervorragend funktioniert. Er hat die Karten also wirklich gut erkannt. Hat uns auch echt Spaß gemacht und wurde auch gut durchgeleitet durch diese Sache. Also, Soviet Kitchen, wer gerne auf so ja, kooperative, kleine, schnelle Spiele steht, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ja, dann auch noch was Kleines ist Doodle City. Also wir spielen ganz gerne Roll and Write und auch das ist wieder ein Vertreter aus der Roll and Write-Sache. Bis zu 6 Spieler können dort mitmachen. Wir haben eine Stadt mit Hotels, mit Geschäften und müssen die miteinander ja, sinnvoll verbinden. Also die Geschäfte wollen eben Straßen haben, an denen möglichst viele Menschen leben. Hotels möchten einfach gut verknüpft durch die ganze Stadt am besten sein, dass man sie also gut findet. Gibt also verschiedene Möglichkeiten. Es wird immer gewürfelt, der blaue zeigt immer an, in welcher ja, sozusagen Spalte gewürfelt wird und dann durch die anderen Würfel bestimmt sich die passende Zeile. Da eben jeder, auch der dran ist, tatsächlich einen Würfel wegnimmt, steht also nicht mehr alles zur Verfügung. Dauert ungefähr so eine halbe Stunde und würde ich sagen, ist jetzt schon eher so ein bisschen anspruchsvoller. Also man muss schon ein bisschen kniffliger gucken und Entscheidungen treffen, weil ja, manchmal man sonst einfach leider mit Null Punkten aus der ganzen Geschichte rausgeht. Also nicht aus der ganzen, aber zumindest aus einzelnen Wertungen, wo man vielleicht durch vorher ein anderes Einzeichnen hätte verhindern können. Also Doodle City, wer mal wieder ein World and Ride sucht, kann hier mal gerne drauf gucken. Dann ein Spiel, was auch letztes Jahr neu rauskam, Blätterrauschen vom Kosmos Verlag, wo wir in der World and Ride Serie gerade sind. 2 bis 6 Spieler. Wir haben hier verschiedene Jahreszeiten. Das finde ich schon mal ganz schön, weil somit wird das Spiel sind eigentlich letzten Endes 4 Spiele. Denn in jeder dieser Jahreszeiten gibt es kleine Unterschiede, die zu beachten sind. Ein Hauptmerkmal ist eigentlich der Fluss. Der Fluss ist immer,
Ja, mal ist er mega Minuspunkte, weil man auf gar keinen Fall drüber darf. Dann ist es mal wieder egal, ob man den Fluss mit dem Einzeichen seiner Sachen überquert. Und im Winter zum Beispiel gibt es sogar Pluspunkte, wenn man über den Fluss zeichnet. Ja, wir würfeln hier immer und würfeln hier eine Fläche. Also zum Beispiel 2 und 3 wäre dann eine Fläche von 2 mal 3 Feldern oder 3 mal 2 Felder, wird eingetragen und da muss man sich immer für eins der eingekreisten oder eingezeichneten Symbole entscheiden. Und da gibt es eben verschiedene Sachen, die zählen dann nur als Pärchen. Andere müssen zum Beispiel jetzt im Herbst kann man Pilze ankreuzen, die geben auch 2 Punkte. Hat man aber einen Fliegenpilz mit im Feld, muss man das auch ankreuzen. Es gibt Minuspunkte. Also da kann man wirklich sagen, hier hat man 4 kleine und nette Roll and Rides in einem. Ja, und wir bleiben so ein bisschen im Wald, in der Natur. Und zwar haben wir dann noch gespielt Spirits of the Forest. Spirits of the Forest ist von Sander Griff ein ja, Kartenspiel, ein Set-Collection-Spiel, genau. Und wir haben eine Auslage, also sieht es hier hinten nur so ein bisschen mit verschiedenen ja, Geistern, die ja, verschiedene Kräfte haben, die also verschiedene Eigenschaften haben. Das ist also eine große Auslage auf dem Tisch. Und wir dürfen uns dort immer Karten wegnehmen, allerdings immer nur von rechts oder links. Und entweder eben eine Karte oder 2 Karten in der gleichen Farbe und müssen das dann für uns sammeln. Am Ende gibt es dann eben für die Farben immer Punkte. Allerdings bekommt immer nur der Punkte, der die meiste Anzahl von verschiedenen Farben gewählt hat. Es gibt dann noch ja, so Art Jahreszeiten, die dazugelegt werden. Das heißt, da müssen wir dann bleiben in den einzelnen Jahreszeiten, also in den einzelnen Kartenreihen müssen am Ende noch Karten übrig bleiben. Wir können auch uns Karten reservieren. Also es gibt da noch so ein, zwei kleinere Erweiterungen. Das haben wir jetzt 2, 3 Mal gespielt. Und ja, für 1 bis 4 Spieler, auch solo finde ich es ganz schön. Ist ganz nett gemacht. Und ja, also auch auf jeden Fall ein echt schönes Material. Und auch für zwischendrin kleines Set-Collection-Spiel auf jeden Fall mal zu gucken. Ja, dann habe ich ja eben schon gesagt, ich mache ab und zu mal Rezensionen für das Spielecafé. Zu diesem Zweck habe ich auch dieses Spiel zugeschickt bekommen, Old and New aus dem Piatnik Verlag. Und ja, es ist, wenn man hinten drauf schaut, ein Memory-Spiel. Und zwar ist es diesmal nicht so, dass es zwei Plättchen gibt, die gleich aussehen, sondern 2 Plättchen gibt, die immer etwas zeigen, wie wir es heute kennen, also zum Beispiel ein Laptop. Und dann, so wie es früher war, zum Beispiel eine Schreibmaschine oder eben eine Sense und einen Rasenmäher. Und ja, das ist es allerdings leider auch schon. Also ich hatte mir noch so ein bisschen versprochen, dass es vielleicht so ein, ja, irgendwie so einen kleinen Kniff, einen kleinen Gimmick irgendwie gibt, weil ich meine, es gibt immer mal wieder Spiele, die das Memory-Prinzip haben, wie zum Beispiel Memoir, bei dem es aber dann trotzdem ja noch Kleinigkeiten gibt, die noch on top sind sozusagen. Hier hätte ich zum Beispiel schon mal schön gefunden, wenn man einfach gesagt hätte, naja, es muss immer, wenn man ein Pärchen hat, zuerst das Alte aufgedeckt werden und dann das Neue. Ja, wäre jetzt auch nichts Revolutionäres gewesen, wäre aber einfach eine Kleinigkeit gewesen, mit der man das Spiel ja einfach interessanter gestaltet hätte. So ist es einfach leider nur Memory und von daher nichts Spektakuläres. Ja. Dann haben wir einmal wieder ein Roll and Write, das ist aber jetzt auch das letzte für diese Runde. Und zwar Penny Papers im Tal des Viracocha oder so ähnlich. Ja, gibt es ja Penny Paper in verschiedenen Varianten. Das hier ist jetzt sozusagen die Kennerversion davon. Wir haben wie immer bei Roll and Write einen Block, auf dem wir unterschiedliche Zahlen eintragen müssen. Und zwar die Zahlen zwischen 1 und 15. Wir haben 3 Würfel. Und diese Würfel zeigen Augen bzw. noch 3 Sondersymbole. Und wenn die Würfel gefallen sind und sind nur Augen gezeigt, dann können wir uns eben überlegen, nutzen wir einen Würfel, 2 oder 3. Also bilden wir die Summe aus 2 oder 3 Würfeln oder nehmen wir einen Würfel allein. Es wird immer eine einzige Zahl eingetragen. Dann haben wir eben noch Penny Paper, die erlaubt uns einfach eine beliebige Zahl einzutragen. Wir haben hier noch den Herrn Dakota, da gibt es hier so ja, Gebäude, die dadurch freigeschaltet werden können. Und wir haben die Schlange, ja, die leider nicht so gut ist, die gibt Minuspunkte, kann aber auch eliminiert werden im Laufe des Spiels. Ja, ist also auf jeden Fall, also ist jetzt hier ab 8,
aber ist auf jeden Fall eins der Vertreter, bei denen man ein bisschen, ja, schon ein bisschen mehr kniffliger mal nachdenken muss. Gibt es dann auch noch wieder zwei Seiten, eine dann noch mit so einer Sumpflandschaft und gibt aber noch ein Penny Paper, auch eher familientauglicher oder Familienvariante, sage ich mal, wo das ein bisschen einfacher noch ist. Aber an sich einer der Vertreter von Roll and Write, die mir sehr gut gefallen. Ja, dann, wenn wir schon nicht wegfliegen können, dann machen wir es wenigstens im Spiel. Und zwar Overbooked, wobei die ja dann eher nicht wegfliegen, wenn sie overbooked sind. Aus dem Jumbo Verlag war ja letztes Jahr so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Überraschung, dass Jumbo auch nicht nur irgendwelche seltsamen kleinen Kinderspiele kann, sondern auch wirklich was kann, wo man ein bisschen denken muss. Was haben wir hier? Es ist eine Art, ich sag mal, eine Art Puzzlespiel. Wir müssen unsere Fluggäste im Flugzeug zusammenpuzzeln. Es gibt verschiedene Gruppen, die gerne zusammensitzen möchten, Liebespärchen, die zusammensitzen möchten, Kinder, die eher nicht alleine sitzen sollten. Und ja, jeder hat also so sein eigenes Flugzeug, Innenleben sozusagen, gibt unterschiedliche, je nachdem, ob man in welcher Spieleranzahl man spielt, sehen die ein bisschen anders aus. Dann haben wir hier das Gate, dort stehen die einzelnen Passagiere, die warten. Und ja, jeden Passagier, den man überspringt, muss man mit einem Essensgutschein nochmal wieder besänftigen, dass die also nicht anfangen zu meckern. Ja, hat uns also ziemlich gut gefallen. Wir haben es jetzt ein paar Mal gespielt und ist natürlich sehr, ja, es ist einfach abwechslungsreich, weil man natürlich immer wieder andere Konstellationen kriegt. Man muss immer wieder abwägen. Setze ich jetzt hier vielleicht einen rein, der zwar eigentlich nicht reinpasst, der aber vielleicht in der Verbindung mit was anderem nochmal später Punkte gibt. Leute, die ich eben overbooke, also Plätze, die ich doppelt belegen müsste, dann muss ich einen dann leider rauswerfen und muss ihn hier auf die Treppe setzen. Das gibt natürlich Minuspunkte am Ende. Also ist ganz, ganz nett gemacht. Wir haben hier so einen riesen Tower, der leider nichts tut, außer dass er den Startspieler markiert. Das ist ein bisschen überproduziert vielleicht, aber an sich ist auch das Material schön und robust. Kann man also echt was mit anfangen. Und ja, ist wie gesagt Overbook aus dem Jumbo Verlag und auch wenn es hier außen auch eher so nach Kinderspiel aussieht, ist es auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall ja, ein bisschen was zum Knobeln und Nachdenken. Ja, dann kommen wir zu einem eher noch ein bisschen kleineren Spielchen. Wir haben wieder Würfel, Monster Expedition. Ja, ein Abenteuer in der Welt von Carnival of Monsters. Also manche haben es eben als Nachfolger, das ist es aber nur thematisch in dem Sinne, dass wir, also jetzt bei Carnival of Monsters haben wir ja drum ja gerungen, in diese Gilde aufgenommen zu werden, in dieses ja in diese monstrologische Abenteurergilde. Und jetzt haben wir es also geschafft. Wir sind also Monsterjäger ganz offiziell und begeben uns jetzt auf Expedition, um einzelne Monster einzufangen. Und wir haben verschiedene Camps, aus denen wir losgehen. Wir haben eben ein Tiefseecamp und ein Waldcamp und so weiter. Also so, dass wir, je nachdem, welche Monster wir jagen wollen, uns mit unterschiedlichen, ja, Waffen sozusagen auf den Weg machen, wobei unsere Waffen einfach die Würfel sind. Wir müssen also auch hier drum würfeln, welche Monster kriegen wir. Die Monster haben nochmal unter Umständen verschiedene Sonderfähigkeiten. Die sind allerdings nicht so wirklich abwechslungsreich. Also die hat man auch relativ schnell verstanden, weil es gibt nur ein paar. Und das hätte man vielleicht ein bisschen, ja, abwechslungsreicher gestalten können. Aber gut, so ist es jetzt im Moment mal. Vielleicht kommt da ja mal noch irgendwie auch noch eine Erweiterung dazu. Wäre ja hier jetzt einfach mit einem neuen Kartensatz recht einfach. Genau, ansonsten spielen wir drum. Wir haben auch Interaktion dadurch, dass eben auch unsere Würfel, die wir nutzen, eventuell dem Gegner behilflich sein können bei der Aufbesserung seiner Camps, was wir natürlich nicht unbedingt wollen. Also da immer so ein bisschen abwägen müssen, tun wir jetzt dem auch was Gutes oder verzichten wir lieber vielleicht auf ein höherwertiges Monster. Ja, ist für 1 bis 4 Spieler, hat einen, ja, so eine Art kleinen Kampagnenmodus eben fürs Solo-Spielen. Und ansonsten aber auch zu zweit oder auch zu viert macht es echt viel Spaß. Ist sehr kurzweilig, dauert ungefähr 30 Minuten und hat natürlich Glückselemente logisch durchs Würfeln, aber man kann durchaus natürlich hier strategisch einfach überlegen, welche Würfel setze ich ein, aus welchem Camp starte ich und so weiter. Also durchaus auch was für Strategen, die aber ja bereit sind, die Glückskomponente eines Würfels in Kauf zu nehmen.
Ja, wir neigen uns so langsam dem Ende entgegen. Und dann, ja, bleiben wir jetzt mal, gehen wir weg von den Monstern hin zu den Funky Monkeys. Auch das wieder ein Spiel aus dem Spielecafé der Generation. Funky Monkey, eine Neuerscheinung im Huch Verlag. Wir sind, ja, kleine mutige Affen, die durch den Dschungel laufen und die, ja, sozusagen als Ziel haben, eine Mutprobe zu machen. Also wir haben die Mutprobe, wir bewegen uns hier in diesen Tempelruinen, obwohl wir wissen, dass der gefährliche Tiger auf uns lauert. Der kommt uns auch immer näher und näher. Und wir müssen also hier über diese Tempelruinen-Teile hüpfen, die uns verschiedene Aktionen freischalten, je nachdem. Das wissen wir aber eben nicht so ganz genau. Und der Bewegungsmechanismus ist allerdings so, dass ich bestimme, wie sich der Nächste bewegt. Also unter Umständen. Denn ich lege eine Karte ab, also verdeckt, die eine bestimmte Zahl anzeigt. Diese Zahl stelle ich hier mit so einer Tempelfigur, stelle ich die ein. Wobei ich schon beim Einstellen auch durchaus flunkern darf. Und dann gebe ich die einfach weiter. Und jeder Spieler muss entscheiden, will ich die haben oder nicht. Der Erste, der sagt, ja, ich nehme diese Karte mit diesem Wert, der deckt sie auf und muss dann diesen Wert gehen. Habe ich halt vielleicht geflunkert, muss er aber auch diesen Wert gehen, der tatsächlich auf der Karte ist und nicht der geflunkerte. Das kann eben mal gut sein, mal schlecht sein. Es gibt Belohnungen für mich, wenn ich nicht flunkere. Es gibt ja anderes, wenn ich flunkere. Also darüber steuert man eben auch den Tiger. Und also der Mechanismus ist jetzt ganz spaßig, ja, dass man eben selbst nicht entscheidet, wie viel man geht. Es ist bis zu 7 Spielern. Wir haben es bisher leider nur zu zweit getestet, deswegen kann ich mir noch so kein abschließendes Urteil dazu bilden. Ich meine, es ist ab 10. Also es ist jetzt, auch wenn es alles ganz knuffig, fluffig aussieht, nicht unbedingt nur als reines Kinderspiel anscheinend ja gedacht, wenn es ab 10 ist. Von daher müssen wir es einfach noch mal ein bisschen größerer Runde spielen, um wirklich was dazu sagen zu können. Funky Monkey. Ja, dann mache ich nicht nur Rezensionen für das Spielecafé, sondern wir leiten oder ich leite da auch ab und zu mal einen Online-Spieleabend, weil das Spielecafé ist in Bayern, das ist etwas weiter weg von mir, aber dank dem ganzen Online, was hier zurzeit ist, gibt es da trotzdem Möglichkeiten zusammen zu spielen. Und ein Spieleabend war vor kurzem wieder ein Quizabend und da haben wir zwei Quiz gespielt, die ich euch jetzt noch zeigen möchte. Und zwar war das eigentlich ein Kneipenquiz und diesmal haben wir uns auf die Fußball-Edition konzentriert. Also die Kneipenquiz-Fragen kamen aus der Fußball-Edition. Allerdings gab es auch immer noch zwischendrin so ein paar andere Kategorien, die ich dann eingestreut habe. Es gab auch was zu Brettspielen, was zu Musik und so weiter. Also Kneipenquiz, denke ich, ist hoffentlich vielen bekannt. Es ist ein kooperatives Quizspiel, bei dem wir gegen viele andere Teams spielen. Hier sind die eben da mit Fußballtrikots dargestellt und genau. 750 Fragen querbeet. In dem Fall haben sie zwar alle irgendwie was mit Fußball zu tun, aber trotzdem querbeet durch alles, was man zu Fußball wissen oder eben auch nicht wissen kann. Wer also da ja einfach Futter für einen schönen Quizabend sucht, wird da auf jeden Fall fündig. Auch in der anderen normalen Kneipenquiz-Variation. Und da gibt es mittlerweile auch irgendwie noch Pärchenabend und so weiter. Gibt es noch ein paar Erweiterungen. Und an demselben Abend haben wir dann auch noch gespielt Box of Rocks. Ein ja, Spiel, bei dem wir gegen Steine spielen. Wir haben Fragen. Diese Fragen sind relativ leicht zu beantworten, denn man weiß vorher schon, dass die Antwort immer nur 0, 1 oder 2 sein kann. Man schüttelt dann in dieser Kiste die Steine, auch die geben eine Antwort und am Schluss schaut man einfach entweder in den Teams unter sich oder auch mit gegen die Steine, welches Team ist schlauer, Mensch oder Stein? Also ein ganz witziges Prinzip und auch gerade das mit diesen Fragen mit 0, 1 oder 2, wirklich witzig und man kann halt schön drüber diskutieren. Viele Fragen, bei denen, also wo ich behaupte, die kann man nicht wissen, wo man aber vielleicht durch gemeinsames Überlegen so irgendwie hinkommt und andere Fragen, wo vielleicht auch jemand sagt, nee, das weiß ich ganz genau, ne? Also verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr mehr zu diesen Quizspielen und zu anderen Quizspielen wissen möchtet, ich habe mal ein Video gemacht, 5 Spiele, meine Meinung zum Thema Quizspiele, das verlinke ich euch hier oben, da könnt ihr gerne mal reinschauen.
Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel in diesem Video. Hier ist es noch original verpackt, weil ich es mir jetzt ausgeliehen hatte von jemandem. Sagani. Ich habe ein paar Runden gespielt und da war relativ schnell für mich klar, das hätte ich gerne. Nova Luna hat uns schon ganz gut gefallen, aber das hier finde ich einfach vom Artwork her ein bisschen besser. Warum sage ich das mit Nova Luna? Viele sagen, erstens, es ist der gleiche Autor, es ist, weiß ich nicht, der Grafiker, glaube ich nicht, aber es ist auf jeden Fall auch von Uwe Rosenberg und es ist wirklich, das gefällt mir einfach besser. Ja, also es sind so Naturgeister, die sich weiterentwickeln. Wir haben wieder diese Plättchen, die wir hinlegen müssen. Wir müssen bestimmte Aufträge erfüllen. Also heißt, das Plättchen zeigt auf ein anderes Plättchen in grün, also muss da was Grünes liegen und so weiter. Hat auch einen netten, schönen Solo-Mechanismus und ja, also wie gesagt, das ist jetzt das ist jetzt das Exemplar, was ich mir gekauft habe. Ausgeliehen hatte ich es mir jetzt schon ein paar Tage. Da habe ich schon einige Male gespielt und dann, wie gesagt, gekauft. Ja, das war meine bunte Mischung an Spielen, die in den letzten Wochen oder sagen wir in den letzten 2 Wochen etwa bei uns gespielt wurden. War auch wieder eine ganze Menge, wenn auch viel Kleinzeugs dabei ist, aber Kleinspiel macht auch Mist. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich freue mich auf alles, was ihr so gespielt habt. Lasst mich gerne wissen. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann!